Hi ho und willkommen zurück bei dem Rollenspielfreunde zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind immer noch in der unglaublichen wachenden Festung. Hey, so ein Spaß, ey. Aber scheinbar auf der letzten Ebene, jedenfalls heißt die Ebene hier das letzte Siegel. Und wir haben auch schon den ersten Schlüssel, Schlüssel des Herzens. Auf diesem Schlüssel ist das Wort Mut eingraviert. Okay. Und wir haben Zeug. Sehr viel Zeug, Zeug, dass wir irgendwie loswerden sollten. Also irgendwann müssen wir mit Hespe nachreden. Und wir haben hier den Schädel des Kriegers. Ja, eine Streitaxt plus 3, die kann verkauft werden. Säurepfeile heben wir mal auf, aber Gewitterbolzen können weg. Genauso wie Sonnenstein-Schleuderkugeln. Keldorn ist ja unser Stabträger mittlerweile geworden. Schleuderkugeln plus 4, Schutzmantel. Der ist nicht schlecht. Ich habe nur nicht geguckt, welche Stufe das jetzt ist. Stufe 7. Könnten wir ein Ebenbild rauswerfen und das dafür reinnehmen. Und ja, wir haben Level-Ups auf jeden Fall. Und neues Quest-Lockzeug, glaube ich. Jo. Wachende Festung. Ordrin hat mich zum Dach der Wachende Festung. Das kennen wir bereits. Ja, das letzte Siegel. Siegel, nicht Siegel. Siegel öffnen. Und das letzte Siegel zu öffnen, das die Treppe schützt, die das nächste Stockwerk der Festung hinabführt, muss ich erst beweisen, dass mein Herz, mein Verstand und mein Geist würdig sind. Indem ich die Herausforderung überwunden habe, habe ich meinen Ausdauer und meinen Mut bewiesen. Das hat gezeigt, dass mein Herz würdig ist. Ich nehme jedoch an, dass ich das letzte Siegel erst öffnen kann, wenn ich über alle drei Schlüssel verfüge. Herz, Verstand und Geist. Also ja, ich bin schon mal mutig genug. Oder dumm, wie man es nehmen möchte. Und jetzt ist erstmal Level-Up-Zeit, also wird der Schwierigkeitsgrad runtergestellt, damit wir maximale Trefferwürfe kriegen. Auch wenn wir fast nichts mehr außer ein, zwei Lebenspunkten kriegen, habe ich trotzdem die zwei Lebenspunkte. Und wir kriegen gar nichts mehr außer zwei Trefferpunkte und ein Sagenkunde. Ich würde gerne echt mal wissen, wann langsam Schluss ist. Hira kriegt einen Waffenpunkt. Wurfpfeile und ein Attribut. Erdelementar, Feuerelementar. Ach komm, verwandel dich ruhig in ein Feuerelementar, oder? Markierresistenzen? Nö. Machen wir ruhig das Elementar und Airy. Tod reduziert, Verwandlung und so weiter Rettungswürfen. ETW reduziert. Priesterzauber 1 und 2 und ein Trefferpunkt. Nimm mal Wassererweckung und einverstanden. Ein Trefferpunkt nur. Hat also nichts gemacht, dass wir Airys Konstitution auf 10 gesteigert haben. Nochmal Furchtbannen. Und hier Stärkung, was ich fast nicht mehr benutze irgendwie. Und das war's auch schon. Dann den Schwierigkeitsgrad wieder höher stellen. Quicksafen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, welche der beiden Prüfungen ich als nächstes machen soll. Der Geisteraltar oder die böse Ballmaschine hier. Ich habe ja gesagt, ich spicke, was die Ballmaschine angeht, mal. Hi. Ich warte auf euren Befehl, wenn ich kann. Wenn ich der Gott.
nur. Ja. So, dich mal hochheilen. Was kann ich tun? Doch, habe ich ja genug Heilzauber. Ich bin bereit. Hau ich mal wieder die Einser raus. Es sehen alle einigermaßen wieder gesund aus und ich kann mich um die Ballmaschine kümmern. Ja, der Trick ist halt einfach, oder der Witz dabei ist, wir brauchen nur einen Ball von jeder Farbe. Aber auf der anderen Seite bringt jeder Ball, den wir rausholen, Gegner hervor, die Erfahrungspunkte wert sind. Ja, hier ist eine seltsame Maschine mit vier großen farbigen Knöpfen im Boden verankert. Auf der Maschine befindet sich eine Inschrift. Jene, die dienen, müssen ihnen Herz, Verstand und Geist würdig sein. Nur jene, die würdig sind, können das letzte Siegel öffnen. Neben der Schrift liegt eine Schriftrolle. Die Schriftrolle scheint von einem Gelehrten geschrieben worden zu sein, der die Maschine studierte. Ihr überfliegt die Schriftrolle, bis sie bei der Schlussfolgerung des Gelehrten ankommt. Es scheint so, als ob der Zweck dieser Maschine darin bestehen würde, Glaskugeln in vier verschiedenen Farben zu produzieren. Die Glaskugeln haben zwei Verwendungszwecke. Erstens enthalten einige der Glaskugeln magische Flüssigkeiten, die ähnlich wie verschiedene Tränke wirken. Andere Kugeln haben keinerlei ersichtlichen Zweck. Vermutlich soll man sie in den Behälter platzieren, die ihrer Farbe entsprechen. Die intelligenteste Methode, den Preis zu erhalten, wäre, sich so viele Kugeln wie möglich zu schnappen und die nutzlosen, die farbigen Behälter zu legen. Die Kugeln, die man nicht verwenden kann, werden immer als letzte verteilt. Das Problem dabei ist, dass jedes Mal, wenn eine Kugel produziert wird, auch etwas Unangenehmes hier endet. Unangenehmes, hier endet die Schriftrolle. Sie scheint mit eingetrocknetem Blut befleckt zu sein. Ja, fangen wir mal mit Blau an. Blauer Knopf, Maschine Sort. Ihr habt es so gewollt. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. So, und... Ach ja, wir haben viel zu viele Tränke und viel zu viel Tant. So, schleppst du zum Beispiel immer noch Xyz Dorn mit dir rum. Oder Xyz Nagel. Doch, das kannst du dir. Die Eisfeile können wir da rein. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Drang eigentlich, die Dinger zu benutzen. Was immer. Ihr die Gefallenen. Das wird sicher Spaß machen. Also hauen wir hier weiter die Magier erstmal um, weil die scheinen viele Lebenspunkte zu bringen. Ich habe mir übrigens nicht angeguckt, welcher Knopf was in welcher Reihenfolge spawnt. So. Das war der dritte Magier. Das wird muss wohl was anderes ausprobieren. Magier stirbt, aber ich habe das Gefühl, das war nicht der echte. Ich warte. Muss wohl was anderes ausprobieren. Das war der echte. Nur 6000 Erfahrungspunkte. Wenn ihr es wollt. Ja, so, und ich pack mal alle blauen Bälle da rein. Gut, das war blau. Machen wir weiter mit rot. Ich denke mir, mal blau passiert nichts mehr. Nein. Brücken wir rot. Hobgoblins.
Ja, Hobgoblins sind saumäßig gefährlich, muss ich zugeben. Nicht wirklich. Also nicht mehr wirklich. Die waren es mal. Die Baldur's Gate 1 oder so. Und nächstes Mal der rote Knopf. Und was kommt diesmal? Ich warte. Auch ein paar Quartaus. So, du bist sogar ein Hauptmann. Ja, die komischen Quartau-Bolts könnte ich hier einsacken und anderen Schnickschnack. Führt mich an, mein Freund. Was kann ich tun? Ja. Nimm mal die Lähmung von Minsk weg. So. Dann nochmal den roten Knopf. Ach ja, das waren die Trolle. Nächstes Mal. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Wieso mache ich eigentlich mit dem Hammer hier? Ach so, ein Ethin oder Treu von dem Hammer getroffen wird er augenblicklich getötet, ja. Ich warte, ja. Was möchtet ihr? Okay. Das war jetzt Nummer 3 und dann gucken wir mal, was Nummer 4 ist. Ach ja, die Wolf-Wehre. So, jetzt müssen wir Minsk ein bisschen heilen. Die Dienerin der Natur ist Vita. Ich warte auf eure Vita. Dafür nehmen wir mittlere Heilsformel. Okay, das waren die roten Kugeln. Das ist schon mal sehr gut. Nehmen wir grün. Ihr drückt den grünen Knopf, sprecht dabei ein Stoßgebet. Ihr hofft, den richtigen Knopf gewählt zu haben. Die Maschine ist so klappert, erzeugt eine grüne Kugel, die ihr aufhebt. Ja. Ich warte. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Und nähre die Erde. Ja, was immer ihr wünscht. Okay, erste Runde hat geklappt. Nächste Runde, ihr sprecht wieder ein Stoßgebet. Ach, die Jungs. Das hat auch geklappt. Kommt als nächstes in die Fiden? Oder anderes Naturzeugs? Grüner Knopf, wieder ein Stoßgebet, wieder das Suchen. Ja, schon erledigt. Ach du grüne Neune. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Stärke ich der Gruppe, ich bin aber gerne. Okay. Wurde aber auch Zeit. Braucht ihr etwas? Vita.
Das ist sehr nett. Nicht wirklich. Na, hat sie schon alle mittleren Heilungen aufgebraucht, die sie hat? Ja? Ah, sie sieht wieder gut genug aus. Gut, was kommt als letztes? Grüner Knopf, hier spricht ein Stoßgebet. Die Maschine klappert und wir kriegen wieder was.